Hallo und herzlich willkommen beim Rekrutiererfolgskongress. Ich bin super dankbar, dass du mir die nächsten 25 Minuten deine Zeit schenkst. Und dafür verspreche ich dir, dass ich dir die nächsten 25 Minuten zeige, wie es ich geschafft habe, in den letzten 2 Jahren meine Retention, das heißt meine Wiederbestellquote, von 6% auf über 65% zu erhöhen. Und damit auch geschafft habe, die zweithöchste internationale Position in meinem Unternehmen, den Presidential Marketing Director, zu erreichen. Und kurz zu mir, mein Name ist Fabian Voraus, ich bin 26 Jahre jung und das Besondere an meiner Geschichte ist eigentlich, dass ich gar keine krass besondere Geschichte habe. Ich komme aus so einem ganz kleinen Dörfle, ja, Schwabenland hört man schon, in der Nähe von Stuttgart. Inzwischen darf ich in der wunderschönen Schweiz in der Nähe von Zürich leben. Momentan bin ich in Antalya, weil wir hier auf Teamreise waren. Ah, ich hoffe, das geht mit der Sonne. Naja, auf jeden Fall hatten wir eine richtig legendäre Teamreise mit mehreren hundert Partnern von uns. Und die war so legendär, dass meine Stimme irgendwo auf der Teamreise verloren gegangen ist. Aber das soll nichts an dem Inhalt ändern. Und ich möchte so ein bisschen meine Story teilen und dir dann immer so meine Learnings mitgeben. Und vor allem soll es darum gehen, wie kannst du deine Stammkundenquote erhöhen? Wie kannst du dir ein stabiles Fundament aufbauen? Und wie kannst du dir vor allem ein Team, eine Community aus Kunden und Partnern aufbauen, die so eine starke Philosophie haben, dass du wie so ein Attraction-Magnet für andere Menschen bist? Und schau mal, ich bin damals im Network gestartet. Ich war 20 Jahre jung. Ich war richtig grünschnabelig, wenn man das so sagt. Und ich hatte keine besonderen Fähigkeiten. Ich konnte nicht verkaufen. Ich hatte keine Erfahrungen, wie man Menschen führt, wie man irgendwie besondere Beziehungen führt, wie man sich persönlich weiterentwickelt. Und ich habe gute Grundwerte von meinen Eltern mitbekommen. Und ich hatte 3 Eigenschaften, wo ich sage, wenn die einen Menschen hat, kannst du alles andere lernen. Das erste ist die Lernbereitschaft. Ja, sei wie ein Schwamm, saug alles auf und vertraue den Menschen, die da sind, wo du gerne hin möchtest. Weil im Nachhinein, weißt du, so viele Menschen haben damals zu mir gesagt, ja Fabi, guck mal, mach das so und so. Und ich dachte mir so, ah, die haben aber nicht das und das bedacht. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich die Punkte verbinde, die mir immer gesagt hatten, dachte ich so, ja, wäre ich wahrscheinlich schon ein bisschen weiter jetzt. Und deswegen wirklich, sei wie ein Schwamm und hör auf Menschen, die da sind, wo du gerne hin möchtest. Der zweite Punkt ist, sei hungrig. Ja, du kannst keinem Menschen beibringen, einen Hunger zu haben, einen Hunger nach Veränderung, einen Hunger, Dinge zu lernen. Und der dritte Punkt ist einfach willensstark zu sein, dass man eine Entscheidung trifft und sagt, hey, ich möchte und ich werde jede Herausforderung annehmen. Weil ganz klar ist auch, wenn du hier im Network bist, klar, jeder Mensch hat unterschiedliche Ziele. Der eine will was Riesengroßes aufbauen, der andere will was Kleines aufbauen. Und natürlich, umso größer dein Ziel ist, umso größer werden deine Learnings sein. Und ja, je größer deine Herausforderungen sind, desto größer auch dein Wachstumspotenzial. Aber selbst wenn du einfach nur ein paar hundert Euro nebenbei dazu verdienen möchtest, wirst du auch deine Learnings haben. Und selbst ein Aktienkurs, der steigt, steigt nie so, sondern immer so. Du wirst immer konsolidieren, du wirst immer mal einen kleinen Dip haben, aber genauso gut wirst du wieder extremes Wachstum haben. Und bei mir war es so, in den ersten 4 Jahren, ich habe so krass meine Fähigkeiten, meine Skills gestärkt, dass ich nach 4 Jahren gespürt habe, dass mein Tag nur 24 Stunden hat. Jetzt wirst du sagen, ja, aber Fabi, da erzähle ich mir nichts Neues. Ich weiß auch, dass der Tag 24 Stunden hat. Ja? Das wusste ich auch davor, aber ich habe es das erste Mal gespürt. Und da gibt es immer so einen Unterschied. Wir verstehen erst Dinge und dann fühlen wir sie irgendwann. Weil, schau mal, mein Geschäft ist ja kontinuierlich gut gewachsen, weil ich so krass an mir gearbeitet habe, dass ich immer in kürzerer Zeit noch mehr geschafft habe. Aber irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich arbeite oben rein und unten bricht's mir gleich wieder weg. Und es lag daran, dass ich keinen stabilen Kundenstamm aufgebaut habe. Ja? Ich hatte immer das Ziel, ich will Menschen helfen. Und ich habe den Menschen auch immer geholfen. Die waren so dankbar, aber halt nur über einen kurzen Zeitraum. Und im Network ist es ja so, dein Paycheck ist die Reflexion von dem Mehrwert, den du in der Welt kreierst. Und natürlich ist der Mehrwert besser bezahlt, wenn du einen Kunde über 10, 15, 20, 30 Jahren gesundheitlich hilfst oder nur mal über 4 Monate. Und da habe ich gedacht, okay,
Welche Personen können mir beibringen, wie man einen stabilen Kundenstamm aufbaut? Und dann bin ich zu den erfolgreichsten Vertriebspartnern unserer Firma gegangen und habe geschaut, okay, wie können wir eine gute Synergie bilden? Wie können wir gute Win-Win-Situationen kreieren? Wie kann ich denen helfen? Wie können die mir in verschiedenen Bereichen helfen? Und letztendlich haben wir uns zusammengetan und tun das heute immer noch. Und das kann ich wirklich auch jedem nur empfehlen. Nimm dein Ego beiseite, kreier Win-Win-Situationen, weil letztendlich, ja, wenn du gibst und gibst und gibst, wirst du alles auch in anderen Bereichen wieder zurückbekommen. Und ich hatte da einen riesengroßen Perspektivenwechsel, den ich dir mitgeben möchte. Und zwar, im Network geht es ja darum, eine große Masse an Menschen dazu zu bringen, über einen langen Zeitraum ein paar einfache Sachen zu tun. Und es ist nicht einfach, jeden Monat 10, 15 neue Kunden von deinem Produkt zu begeistern. Aber vielleicht ist es einfacher, drei Kunden zu begeistern und die langfristig zu halten. Das heißt, ich habe verstanden, schreib dir das unbedingt auf. Es geht im Network nicht nur darum, Produkte zu verkaufen, sondern unser Fokus muss darauf liegen, dass Menschen die Produkte nutzen. Weil schau mal, also ich arbeite mit so geilen Produkten zusammen, ich liebe die, ich nehme die wirklich jeden Tag. Ich habe so ein Vertrauen, so eine Erfahrung damit, dass ich weiß, jeder Mensch sollte die tagtäglich nutzen, weil ich kann den Menschen wirklich besser helfen, wenn die Produkte 5 Jahre, 10 Jahre, 30 Jahre nutzen, wie nur über 4 Monate. Und deswegen, ich will das wirklich für die Menschen, weil ich weiß, wie extrem gut das Ganze für sie ist. Und dann hat sich natürlich auch meine Arbeitsweise verändert, weil ich nicht mehr nur den Fokus hatte auf, okay, ich muss Neukunden, 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 sondern es geht darum, den Menschen zu helfen, langfristig gesund zu bleiben. Und das schaffst du natürlich, wenn er langfristig gute Gewohnheiten entwickelt und nicht nur über einen kurzen Zeitraum. So, und dann kam in meinem Kopf, okay, ich möchte gern mit meinen Führungskräften eine Community kreieren, unsere Be Your Best Community. Und wir haben gesagt, wie geil wäre das, wenn wir so Gemeinsamkeiten schaffen können? Wo liegen denn unsere Schnittmengen? Was bedeutet die Community für uns? Was macht sie für uns? Was macht sie nicht für uns? Und ich möchte dir jetzt mal so ein paar Punkte teilen, wie es wir geschafft haben, wirklich eine Community mit einer Philosophie aufzubauen, das so ein Fundament hat. Weil die erfolgreichsten Networker, die sagen dir, you have to build on rock, not sand. Also du brauchst ein Fundament, was aus Stein, was aus Zement ist, was so fest und stabil ist. Und deswegen haben wir uns überlegt, okay, was ist denn der äußerste Rahmen unserer Community? Weil letztendlich geht es ja beim Community Building darum, ein Gefühl von Dazugehörigkeit zu erzeugen. Und ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, im 21. Jahrhundert wird das die bestbezahlteste Fähigkeit haben, wenn man das Ganze kann. Eine Community zu kreieren, das wie so ein Magnet, wie so eine Blume ist, die aufgeht und die Menschen, die attraktive Menschen attractet. Weil, guck mal, letztendlich sagen ja auch Studien, wir sind so connected wie noch nie, aber auf der anderen Seite sind wir auch so einsam wie noch nie. Und wenn du dann natürlich eine Community kreieren kannst, eine Community mit Werten, mit Prinzipien, mit einer Philosophie, mit Visionen, mit Zielen, und das wirklich ein Rahmen ist, wo die Menschen sie selbst sein können, die wertgeschätzt werden, die ein Gefühl von Dazugehörigkeit bekommen, dann hast du da was wirklich extrem Wertvolles, was in der Zukunft immer mehr gebraucht wird. Und bei uns ist es so, man braucht ja Gemeinsamkeit, man braucht ja ein gemeinsames Interesse in unserer Community. Und der kleinste gemeinsame Nenner bei uns in der Community ist der tägliche Produktnutzen. Und das ist so in unserer DNA drin, das ist die kleinste und dennoch die größte Gemeinsamkeit, was wir alles zusammen haben. Weil schau mal, es sollte immer so sein, dass egal, ob jemand ein großes Geschäft aufbaut, ein kleines Geschäft aufbaut, ob jemand einfach ein Produktfan ist oder ob jemand ein riesengroßer Unternehmer werden möchte, jeder ist ein wichtiger Teil und jeder hat seine Daseinsberechtigung. Und die Gemeinsamkeit von allen Leuten ist der gemeinsame, langfristige, tägliche Produktnutzen. Und das ist schon mal so ein bisschen der Schirm. Und ich möchte dir jetzt 5 Punkte aufzeigen, wie wir unsere Community aufgebaut haben. Und letztendlich ist der erste Schritt, dass wir erstmal unsere Prinzipien, Werte und Visionen definieren. Und am Anfang, ich wusste gar nicht so wirklich, was ist denn der Unterschied zwischen Prinzipien, was ist der Unterschied zwischen Werten und warum ist es so wichtig?
Und zwar schau mal, die Kultur, die in deiner Community gelebt wird, ist die Summe von allen, ja, von allen gelebten Werten oder von allen Handlungen hinter deinen Werten. So, und die Prinzipien sind wie Werte, die quasi in den Stein gemeißelt sind, wie Prinzipien, die in den Stein gemeißelt sind, die nicht flexibel, die nicht verhandelbar sind. Und normale Werte sind einfach Vorstellungen, die vielleicht auch ein bisschen flexibler, die viel individueller sind, wo es auch gar nicht darum geht, dass du sagen kannst, okay, man lebt jeden Tag zu 100% diese Werte, sondern diese Werte sind wie so ein Wegweiser, eine Richtung, in die wir gehen. Und natürlich, wenn du einen guten Wegweiser hast und eine breite Masse dazu zu bringst, die Werte bestmöglich zu leben, dann kreierst du eine Kultur, die extrem stark und anziehend ist. Und ich will dir mal ein paar Beispiele machen. Und zwar, ein Prinzip kann zum Beispiel Menschlichkeit sein, kann Loyalität sein, kann Akzeptanz sein. Und auf der anderen Seite kann ein Wert Toleranz zum Beispiel sein. Weil schau mal, Toleranz ist Auslegungssache. Jeder Mensch, jeder Vertriebspartner hat eine andere Toleranz. Und es geht ja quasi darum, einen Rahmen zu kreieren, wo jeder Mensch die beste Version seiner selbst werden kann und vor allem sich so entwickeln kann, wie es sich für ihn gut anfühlt, aber in einem Rahmen. Und deswegen kann Toleranz zum Beispiel kein Prinzip sein, weil Toleranz flexibel ist und jeder Mensch anders sieht. Was noch ein Wert zum Beispiel sein kann, ist Mission over Ego. Also, dass die Mission wichtiger ist, wie das Ego von jedem Individuum. Bedingungslosigkeit kann zum Beispiel ein Wert sein. Und du merkst, es sind alles flexible Dinge, die vielleicht auch ein bisschen Auslegungssache sind. Weil wenn du eine alleinerziehende Mami hast, die unbedingt 200 € im Monat verdienen möchte oder muss, weil sie sonst im nächsten Monat ihre Miete nicht zahlen kann, dann geht die natürlich nicht mit einer Bedingungslosigkeit ran, sondern hat die Absicht, 200 € zu verdienen, wie jetzt jemand, der Network nur noch macht, weil es ihn wirklich erfüllt und er andere Menschen nach vorne bringen möchte, weil er finanziell unabhängig ist. Ja, und trotzdem sind die Prinzipien vielleicht von Menschlichkeit, von Akzeptanz, von Loyalität dadurch nicht verletzt, nur weil sie nicht so bedingungslos ist. Und ich kann dir da mal zwei Fragen mitgeben, wie du das Ganze vielleicht auch mit deinem Team definieren kannst. Die erste Frage ist, was ist das schlechteste Verhalten, was man in deiner Community machen könnte? Und die zweite Frage ist, im Gegenzug dazu, was wäre das beste Verhalten, was man in deiner Community machen könnte oder in eurer Community? Und das könnt ihr aber so ein bisschen als so ein Workshop machen, um mal zu schauen, was sind denn die Prinzipien und was sind die individuellen Werte und gibt es denn da einige Sachen, wo ihr eine extreme Überschneidung findet, die ihr vielleicht auch fürs große Ganze definieren könnt. Das heißt, das ist der erste Punkt. Erst die Prinzipien, die wirklich in Stein gemeißelt sind, darüber die Werte und die gemeinsame Vision. Vielleicht hast du eine Teamvision, vielleicht habt ihr eine Kundenvision, dass ihr eine bestimmte Anzahl an Menschen helfen wollt. Das heißt, dass die Menschen wirklich ein Gefühl haben von, ich bin Teil von was Größerem. Und ich bin vor allem ein bedeutsamer Teil. Dieses to be significant, so dieses bedeutsam sein, ist auch so eine wichtige Sache, weil wir oftmals denken, ja, die Menschen sind nur bei uns in der Community, weil sie gesund leben wollen, die sind nur bei uns, weil sie Geld verdienen wollen. Die Leute sind da, weil sie was Bedeutungsvolles auch machen wollen und das darf man nicht unterschätzen. So, der zweite Punkt ist, dass wir unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Erfahrungen von Menschen nicht nur akzeptieren, sondern bestärken sollten. Ja, du wirst eine viel stärkere Community haben, wenn du eine Diversifikation an verschiedenen Menschentypen da drin hast. Ja, das sollte es ganz egal sein, was jemand für ein Geschlecht hat, was jemand für eine Sexualität hat, was jemand für Erfahrungen in seiner Vergangenheit gemacht hat. Es zählt, wie viel Mensch bist du. Und wenn du das Ganze nicht nur akzeptierst, sondern groß machst, dass diese Diversifikation, dass die groß gemacht wird, wirst du merken, es ist so attraktiv für eine breite Masse an Menschen in eure Community zu kommen, weil du eben keine Personen ausschließt. Das heißt, erkenn auch, ja, wenn Leute vielleicht dagegen handeln, frühzeitig Probleme, dass sie erst gar nicht auf die breite Masse letztendlich überschwappen. Dann der dritte Punkt ist, lead by example. Okay, du musst erstmal die Community-Werte kreieren, dann leben
und dann führen. Und die Leute schauen dir immer auf deine Füße, nicht auf deine Lippen. Das heißt, du kannst noch die schönsten Prinzipien, noch die schönsten Werte aufschreiben und ausarbeiten, aber wenn du die nicht lebst, wird die Kultur nicht so sein, wie du sie dir wünschst. Weil, wie ich gesagt habe, die Kultur ist die Summe von gelebten Werten, nicht von aufgeschriebenen Werten. Und deswegen ist es wirklich so wichtig, dass du da als gutes Beispiel vorangehst und vor allem für dich, weißt du, für dich so auftrittst, auch wenn es keiner sieht. Stell dir mal die Frage, wie behandelst du Menschen, wenn es keiner sieht? Wie du die kleinen Dinge machst, machst du die großen Dinge. Wie verhältst du dich gegenüber zum Beispiel Bedienungen im Urlaub? Wie verhältst du dich gegenüber von älteren Menschen, wenn sie in die Bahn steigen und keinen Sitzplatz haben? Das sind so kleine Sachen, wie du wirklich ja, als gutes Beispiel vorangehen kannst und wo die Menschen vor allem diese Kleinigkeiten bemerken. Und weißt du, oftmals denken wir so, ah ja, boah, ob ich das jetzt mache oder nicht mache, macht keinen Unterschied. Aber genau diese kleinen Sachen, wie du über die Mission hinausgehst, das kreiert in Menschen das Gefühl, dass du die Werte wirklich lebst. Und auf der anderen Seite, das ist so das eine Extrem, aber auf der anderen Seite, weißt du, darf man sich auch nicht zu viele Gedanken machen, sowas wie, ah ja, kann ich das jetzt so formulieren und dies oder das, weil letztendlich geht es einfach darum, sag mal, habe ich jetzt, das sieht aus, als ob ich voll die krasse Falte hätte wegen dem Licht. Aber es ist nicht so schlimm. Das ist zum Beispiel Authentizität. Aber wo ich stehen geblieben bin, man darf sich auch nicht zu viele Gedanken machen, so, ah ja, wie kann ich jetzt sein? Soll ich das jetzt so sagen oder so? Weil letztendlich geht es einfach darum, ein guter Mensch zu sein. Und eine gute Intention ist besser als die beste Strategie. Weil wenn du eine gute Intention hast, löst es ein Gefühl in Menschen aus, dass sie wirklich wissen, hey, du meinst das Ganze ernst. Der vierte Punkt ist, bestärke gute Dinge, die im Einklang mit deinen oder euren Werten sind. Und zwar, es werden immer Sachen passieren, die gut sind, es werden immer Sachen passieren, die schlecht sind. Die Frage ist, wohin geht deine Energie? Geht dein Fokus und deine Energie auf das Schlechte? Energie folgt immer der Aufmerksamkeit, ja? Wenn dem Platz gibst, wenn du dem Aufmerksamkeit gibst, wird es viel mehr wachsen, wird es viel größer werden und es hat nicht mehr so viel Platz für Gutes. Auf der anderen Seite, wenn du gute Dinge anerkennst, wenn du Menschen die Anerkennung gibst, wenn sie gute Dinge gemacht haben, die im Einklang mit deinen Werten stehen, wenn du ja einfach das Gute größer machst, wirst du merken, hat es nicht so gute gar nicht so viel Platz. Und deswegen sei dir immer bewusst, jeder Mensch von uns hat 100% Energie. Ja, jedes hat unterschiedlich viel, aber jeder hat 100%. Wohin geht deine Energie? Auf nicht so gute Dinge? Willst du das Schlechte kleiner machen oder machst du das Gute größer? Und von meiner Erfahrung, wenn du das Gute größer machst, hat das Schlechte gar nicht so viel Raum. So, und der letzte, der fünfte Punkt ist, versuch nicht selbst die treibende Kraft zu sein, wo immer nur du die Energie gibst, sondern arbeite ressourcenvoll. Ja, ressourcenvolles Arbeiten und nutze das große Ganze als eine viel größere Energie. Weil letztendlich, schau mal, wenn du eine gute Kultur hast mit Führungskräften, mit vielleicht einem kleinen Team, mit einem großen Team und jeder ist Teil von was viel Größeren und teilt seine Energie mit dem großen Ganzen, wirst du merken, kann das große Ganze dir und deinem Team viel mehr Energie geben, wie du als einzelne Person. Das heißt, schau, dass du Menschen mit Stärken miteinander verbindest, dass du Beziehungen, die du online angefangen hast, offline aufbaust, indem du Menschen zusammenbringst, wo du weißt, da könnten gute Synergien entstehen. Und letztendlich, ja, leb einfach selbst deine Mission, weil gerade dieses Over-Delivering ist eine Sache, wo die Menschen wirklich spüren, du meinst es ernst. Das Ganze ist nicht nur so eine Zweckgemeinschaft, ist nicht nur so eine Mission zum Zweck, Werte zum Zweck, sondern es ist wirklich was, weil du nachhaltig die Welt damit verändern kannst. Und das sind so meine 5 Punkte, wie wir wirklich eine Kultur aufgebaut haben, die so attraktiv für Menschen ist und vor allem so ein Fundament, so ein stabiles Fundament kreiert, was jedem das Gefühl gibt, hey, ich bin ein wichtiger Teil, egal ob ich viel mache, ob ich wenig mache. Ob ich schnell mache, ob ich langsam mache, ich bin immer ein wichtiger Teil von der Community
Und so kreierst du ein Fundament aus Stein. Und in den letzten 5 Minuten möchte ich dir auch noch so ein bisschen mal teilen, wie kannst du dir denn einen stabilen Kundenstamm aufbauen? Und letztendlich schau mal, stell dir doch mal selbst die Frage, du wärst dein eigener Kunde. Also ich hoffe, dass du dein eigener bester Kunde bist, aber mal stell dir mal vor, du wärst dein eigener Kunde. So, schreib dir vielleicht mal auf, wie sähe denn der perfekte oder die perfekte Experience, die perfekte Erfahrung mit dir als Ansprechpartner aus? Wie sähe der Moment aus, ab dem du bestellt hast? Möchtest du angerufen werden? Möchtest du vielleicht einen Starter-Telefonat haben? Was wäre so der perfekteste Weg, den du dir wünschen könntest? Und dann schreib das Ganze mal auf. So, und das sind deine 100%. Und ich bringe immer meinem Team bei, under promise, over deliver. Wir müssen mehr wollen, dass der Kunde gute Erfolge hat, wie dass wir uns um unseren eigenen Paycheck kümmern. Weil wenn du wirklich so eine krasse Energie hinlenkst, dass du wirklich diesen Satz Kunde ist König wirklich lebst, dass du den Menschen dienen willst, dass du den Menschen langfristig helfen möchtest, wirst du merken, dass die Menschen sich zu dir so krass hingezogen fühlen, weil die wissen, hey, dem Fabi ist es echt wichtig, dass es mir gut geht. Und deswegen, under promise, versprich 100% oder wenn du es nicht halten kannst, 90% und deliver im besten Fall 110%. Das heißt, hau auf deine 100% nochmal 10% obendrauf. Und zum Beispiel, ich frage auch immer, wenn ich eine Person das Produkt empfohlen habe, frage ich die Person immer, hey, wie würdest du dir denn die perfekte Betreuung vorstellen? Was ist dir denn wichtig? Was ist denn dein Ziel? Das heißt, ich versuche immer ganz genau zu verstehen, an welchem Punkt im Leben steht momentan die Person, an welchem Punkt möchte sie im Leben langfristig hin und wie stellt sie sich das Vehikel vor. Und ich versuche ganz genau dieses Vehikel zu sein und noch ein besseres Vehikel zu sein, wie das Vehikel, was sich die Person wünscht. Und genau, das sind so, weißt du, das sind so viele Sachen auch, wo ich mir in der Zeit angeeignet habe, wo wichtig sind. Aber am allerwichtigsten kann ich das nur noch mal wiederholen: die Intention, wie du an das Ganze herangehst, was für ein Gefühl du Menschen durch deine Handlungen gibst, welche Werte du lebst, ist viel wichtiger wie die beste Strategie. Wenn du dich dafür entscheidest, einfach ein guter Mensch zu sein, tagtäglich dein Bestes gibst. Es muss nicht immer gut sein. Ja, es kann auch mal nach hinten losgehen. Du darfst Fehler machen. Fehler sind extrem gut. Fehler sind so wichtig und gut, weil mit jedem Fehler lernst du. Solange du daraus lernst und wirklich versuchst, ein guter Mensch zu sein, wird sich das alles dann auch für dich so ergeben. Und weißt du, ich liebe unsere Branche so extrem und deswegen liebe ich auch so extrem, was der Tobi mit dem Erfolgskongress macht. Weil, schaut mal, unsere Branche ist so ein Geschenk für die Menschen. Wir haben alle so extrem gute Produkte. Wir haben alle so eine gute Intention und wir dürfen das die Menschen da draußen spüren lassen. Network ist nicht perfekt, aber es ist besser als alles andere. Weil wo kannst du bitte solche wertvollen Beziehungen mit Menschen aufbauen? Wo geht es wirklich darum, dass du Menschen hilfst, langfristig bessere Menschen zu sein, langfristig was in der Welt zu bewegen? Wisst ihr, das ist, wenn du mal an dem Punkt bist, wo du gutes Geld verdienst, wo du viele Möglichkeiten hast, dann hast du verschiedene Wege, die du gehen kannst. Und wirklich, ich kenne nichts anderes, was so bedeutsam ist wie unser Network-Geschäft. Deswegen lasst uns gemeinsam diese Branche revolutionieren und lasst uns vor allem mit guten Werten, mit guten Prinzipien nach außen gehen, die ganze Branche zu vertreten, weil im Endeffekt müssen wir so dankbar sein, dass es so ein Geschäftsmodell gibt, ja, dass wir anderen Menschen helfen können und wenn wir genügend anderen Menschen helfen, dass wir um unsere eigenen Träume und Ziele gar keine Sorgen mehr machen müssen. Und ja, ich würde mich riesig freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben da lässt. Schreib mir doch gerne deine Frage hier unter das Video. Ich beantworte dir die Frage gerne. Wenn du mir auf meinem Social Media folgen möchtest, ich heiße auf Instagram f.voraus oder auf Facebook Fabian Voraus. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib mir gerne.
Und in diesem Sinne, vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte. Vielen Dank für deine Zeit. Und ich wünsche dir alles, alles Gute. Bleib gesund und munter. Hab die Ambition an dich. Sei ein guter Mensch. Und lass uns die Branche nach vorne bringen und die Welt jeden Tag ein Stück besser machen. Bis dann, euer Fabi. Ciao, ciao.